Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hearts of Iron 4, den Zaun-Festspielen. Wo wir hier stehen geblieben waren, mit unserer kleinen Triple Entente, die eigentlich nur eine, weiß ich nicht, Double Entente ist oder so. Weil die bösen Franzosen sich gedacht haben, nö, ich gehe lieber mit zu den Deutschen. Ja, deswegen stehen wir jetzt hier in Russland und haben hier irgendwie so ein bisschen eine Übermacht gegen uns. Wo sehe ich hier? Kann ich hier irgendwo die Bündnisse? Bündnisse, 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 Bündnisse. Da. Halt. Da. So. Nee. Bündnisse. Also das ist irgendwie, sieht das alles nicht so ganz gut aus. Aber wir schauen einfach mal. Wir hatten gemacht als letztes, wir sind dabei, den alten Feind zu machen. Das hieße dann auf Deutsch, dass wir gegen Schweden vorgehen. Genau. Ich würde sagen, da reichen eigentlich 2x24 Divisionen. Und die schicken... Nee, nicht so. Nett, macht das nicht. Was ist das? Nee, was ist denn, was ist denn, was soll denn das? Du sollst ein... Ach, weißt du was, ist egal, lass einfach. Macht euch da hoch und dann... Ihr sollt bitte hier hoch. Danke sehr. So. Was haben wir hier noch so rumfliegen? Hier sind noch ein paar Panzer. Die stehen hinten in China. Und ihr seid noch übrig, ne? Okay. Das sieht alles gar nicht mal so gut aus. Wie sieht's denn hier aus? Schon ganz gut. So, wir haben 1940 und müssten eigentlich, mache ich mal Fallschirmjäger. Bringt das jetzt noch was her? Komm, ich mache jetzt mal Fallschirmjäger. Yunnan hat kapituliert, meinetwegen. Was machen die Franzosen? Die kommen zurück aus China, so wie es aussieht. Und wir kriegen 5 neue, schöne Panzerdivisionen. Wiederaufbau der Nation ist beendet, meinetwegen. Frankreich, oh, ich hätte euch so gern dabei gehabt, aber wer nicht will, na, der hat schon. Warum kann ich euch eigentlich nicht noch mit einladen? Grundabneigung. Mal gucken, ob es was bringt. Manchmal bringt es ja was. 121 zu 123, das müsste eigentlich klappen. Wollte ich jetzt mal so sagen, zumindest. 123, so, noch einen mehr positiv. Und, ja, wir können sie mit einladen. Dann nehmen wir Polen immer noch mit dazu. Jetzt haben wir eine Triple Entente. So, und jetzt können wir hier gegen Schweden vorgehen. Sehr schön. Was können wir hier noch machen? Das hätte ich gern noch. Den T-34, dazu brauchen wir das. Machen wir erstmal das. Und ihr könnt jetzt mal loslegen. Halt. Erst nachdem wir hier Krieg erklärt haben. So, Flugzeuge habt ihr genug. Ja, das reicht für euch. Müsste für Schweden reichen. Ihr macht das Ganze bitte aggressiv. Das ist richtig, weil ich hier relativ fix durch möchte. Ja. Ernsthaft? Braucht ihr mehr Divisionen jetzt oder was? Oder wie? Nee, stopp. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, dass wir jetzt hier Probleme mit Schweden kriegen. Und das die Deutschen sehen, die lachen sich doch kaputt. Die lachen sich doch kaputt. Gut, dann nehmen wir halt die nochmal dazu. Und jetzt machen wir hier weiter.
Ihr könnt das ja einmal so machen. Was haltet ihr da davon? Deutschen möchten uns unterstützen. Sehr gern. Sehr gern. Liga, immer eine gute Idee zu erforschen. So. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Irland hat kapituliert. Das ist wiederum gut. Für England vor allen Dingen. Wie sieht es denn hier in der Ausbildung aus? Eigentlich ganz gut. Da können wir sogar mal noch ein paar mehr machen. Genug Zeug haben wir ja. Und wir brauchen unbedingt mehr Leute. 12. Olympischen Spiele, meinetwegen. So, können wir jetzt bitte hier irgendwo mal durchbrechen? Frankfurt bitte. Frankfurt. Frankreich widerruft den Nichtangriffs. Oh, die sind aus dem Bündnis raus. Ich kann sie nicht einladen. Triple Entente. Ah, Neutralitätsbeliebtheit. Schade. Schade, warum sind die jetzt aus dem Bündnis raus? Verstehe ich nicht. So, jetzt, was ist jetzt? Macht ihr jetzt bitte hier los, oder wie? Ist doch ein schlechter Scherz. So, Leute, wir kriegen Schweden nicht eingenommen, wahrscheinlich. Oh, fuck. Infanterie-Gefechtsbreite minus 0,4. Wahrscheinlich hätte man das machen sollen, aber egal. Na, geht doch. Geht doch. So, jetzt hätte ich bitte gern den T-34. Achso, den können wir nicht machen. Ja, warum auch, ne? Dann machen wir mal ein paar Infrastrukturbemühungen. Tja, was ist jetzt hier mit Frankreich? Deutschland ist gelb bei Frankreich. So, was ist jetzt? Ach, die Deutschen fingieren? Was, die fingieren gegen uns? Wieso? Die haben uns doch gerade Leute geschickt. Was ist jetzt deren Problem? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wollen die hier, haben die das jetzt gemacht oder was? Äußerst interessant. So, Fallschirmjäger. Was brauchen wir für Fallschirmjäger? Richtig. Schwerjäger? Oder eigentlich nicht, ne? Transportflugzeuge müssten wir ja haben. Die müssen wir ja bauen. Das müssten wir eigentlich gleich mal noch in die Wege leiten, dass wir hier noch ein paar Transportflugzeuge bekommen. Mal so. Muss ja schnell gehen. Würde ich sagen. Litauen hat Finnland den Krieg erklärt. Ja, ist alles klar. Ich dachte, was, Finnland? Was ist denn jetzt mit Litauen? Was denn hier ist? Das ist noch Finnland, oder wie? Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, was möchtest du? Gar nichts möchtest du. Alter, 8 Angriff. Was hat er? 5 Angriff. 8 Angriff. Ey, das ist so krass. Ach, er ist Feldmarschall. Warum habe ich ihn denn? Das muss ich mir merken. Das muss ich mir unbedingt merken, dass das ein Feldmarschall ist eigentlich. Und kein General. Haben wir nicht noch andere Generäle? Ich verstehe es nicht. So, was machen wir jetzt? Finnland sichern haben wir ja schon. Diese kleine Mini-Insel dort, das ist mir eigentlich relativ Wurst. Kirchliche Kandidaten.
Rechtmäßige Erde, das dritte Rom. Rekrutierbare Bevölkerung 1%, Fabriken für Konsumgüter minus 3%. Das braucht man eigentlich unbedingt. Fünf-Jahresplan abschließen. Gibt es hier irgendwas? Irgendwelche schönen Boni? Naja, das sieht gar nicht so blöd aus, aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Ich will euch nicht einladen. Finnland, ernsthaft. Gummi brauchen wir. Das kaufen wir uns mal fix. Papolsku. Ich habe echt vor den Deutschen ein bisschen Angst, was die hier machen und vorhaben. Wird denen eher weniger. Ah, die haben schon abgesichert hier überall, ne? Das ist schon ein Problem. So kommt, jetzt seid ihr doch hier durchgebrochen. Jetzt geht's doch nur noch nach vorn. Du kannst eigentlich gleich mal durchmarschieren bis nach Stockholm, würde ich sagen. Ja, jetzt haben sie verspielt, die Kollegen in Schweden. Die schwedischen Kollegen. Warum kann ich denn die. Ich hätte die Franzosen so gern mit dabei gehabt, dann hätte man Deutschland schön in den Mangel nehmen können. Aber leider wird das wahrscheinlich nichts werden. Ach, ich dachte schon, jetzt wollen sie mit ins Bündnis, aber es geht ja nicht. Ja, Frankreich. Blöd gelaufen, ne? Na, mal sehen, ob sie eine Chance haben. Das Deutsche Reich hat Südafrika den Krieg erklärt. Südafrika ist Commonwealth of Nations beigetreten. Das heißt, warum erklärt Deutschland Südafrika den Krieg? Was ist denn? Ach so, nee, die waren ja eh schon. Die waren ja. Ach nee, die waren ja nicht. Commonwealth of Nations, hä? War hier irgendjemand im. Haben die jetzt Krieg mit Amerika? Nö. Jetzt haben sie Krieg mit Amerika. Schön. Ja, gut, jetzt hat Frankreich verspielt. Es sei denn, Belgien kann sich irgendwie ein bisschen verteidigen, aber ich glaub's mal nicht. Ich glaub es mal nicht. So. Sieht's aus? Haben wir schon Stockholm? Nee. Albanien hat kapituliert. Glückwunsch. Wem auch immer. Ich bräuchte mehr Befehlsmacht, bitte. Ja, danke. Dann können wir nämlich hier mal noch einen neuen General. Ach nee, wir haben sogar noch einen General. Ne? Dann ist ja gut. Aber wir brauchen wahrscheinlich dann trotzdem noch mehr Generäle. Ja, jetzt. Warum geht das nicht gleich so? Meine Güte. Wenn man einmal durchgebrochen ist, dann ist es meistens vorbei. So, jetzt spuckt man aber Truppen raus. Ey, es ist ja unfassbar. So, jetzt brauchen wir einen neuen General. Und nur noch Feldmarschälle. Obwohl, kann ich nicht eigentlich. Macht das einen Unterschied, ob ich einen General oder einen Feldmarschall nehme? Eigentlich nicht, oder? Nehmen wir erstmal die noch. Und hier nehmen wir dann nämlich. Alter, jetzt hat der 10 Angriff. Boah. Das ist ja unfassbar. Alter. Ja, dann lassen wir den mal noch kurz. Dann nehmen wir den auf jeden Fall dann dafür. Den müssen wir ja als unseren Hauptfeldmarschall. Das ist ja verrückt. 10 Angriff. So, Finnland, die kleine Kackinsel da, die können wir uns schenken, denke ich.
Baltikum wird. Lettland wird garantiert von Deutschland, ist blöd. Und die sind in der Komintern und mit Japan habe ich eigentlich keine Lust mit Krieg. Wir machen ja erstmal hier den russischen Wall der, nee, den eisernen Wall der russischen Entschlossenheit. Würde ich sagen. So, du kannst eine Taktik lernen. Wo ist denn hier Massenangriff? Volksarmee hat eine. Schaltet eine Doktrin frei. Volksarmee, Massenangriff, Doktrin. Österreich hat kapituliert. Was ist denn das für eine Doktrin? Kann mir das jemand mal sagen? Massenangriff. Hab ich doch. Warum? Warum kann ich das nicht nehmen? Halt, wo war's? Nee, wo war's denn bei ihm? Warum kann ich Massenangriff nicht nehmen? Ah, ne, Volksarmee. Na, war doch Volksarmee. Bin ich ganz blöd oder was? Ne, Massenangriff. Kessel? Tiefenverteidigung? Breite Frontoperation? Volksarmee. Leck mich. Ich hätte das nehmen sollen. Verdammt. Dann müssen wir das müssen wir dann einfach noch. Dann haben wir uns jetzt verforscht, sozusagen. Blöd gelaufen, aber. Nützt nichts. Ich hätte gern den Massenangriff. Weil wir haben hier genug Leute. Habe ich eigentlich begrenzt, okay. Das müssen wir ausnutzen. Das ist wahrscheinlich unser größter Trumpf. Dass wir so viele Leute haben. So, kriegen wir das jetzt hin mit Schweden? Haben wir es dann langsam? Guangxi hat kapituliert. Meinetwegen, lass ihn machen. Nee, ich will jetzt keine andere Farbe. Danke. Wir müssen dann unbedingt unsere Divisionen mal noch ein bisschen hübsch machen. Kommt, jetzt rückt einfach vor. Hier ist doch eh niemand mehr. Hier ist doch kein Schwein mehr. Was soll denn das? So, wenn wir jetzt Malmö haben, dann ist das hoffentlich vorbei hier. Du kannst mal noch das einnehmen. Das ist auch noch irgendein Siegpunkt. Die haben doch schon lange verspielt hier. Danke. So, alle Regionen erobern. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. So, wen kann ich? Kann ich immer noch Finnland. Ach, Finnland, ey. Okay, was wir jetzt machen. Halt, was mache ich denn? Das wollte ich nicht machen, auf jeden Fall. Du. So, dann haben wir noch irgendwo einen General. Ne, wir haben nur noch Feldmarschälle. Ist mir jetzt egal. So, haben wir doch schon mal 5. Dann kriegt jeder noch so um die 4 oder 5. Haben wir mal 4. Halt. Ich mache das jetzt einfach mal so wie immer. Normalerweise könnte man es auch anders machen. Aber ich bin da bis jetzt eigentlich meistens relativ gut gefahren. So. Was ist denn das? Was mache ich denn? 4. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, eins, zwei, nee, eins, zwei, drei, eins, zwei, Wie viel Panzerdivision hast du? 4, passt. So. Ja, das ist jetzt blöd, weil wir haben jetzt hier drei Frontlinien eigentlich.
Es ist aber eine ewig lange Front. Egal, dann müssen wir, wir müssen Hauptfront zu Deutschland erstmal abdecken, würde ich sagen. Und den Rest dann irgendwie anders gucken, dass wir das anders hinkriegen. So. Hier wird fein erforscht, das haben wir. Also wir müssen die dann auch bauen, wenn wir sie schon erforschen, ne? So, strategischer Bomber. Okay. Und dann müssen wir uns hier noch was überlegen. Also wir brauchen eigentlich noch mal doppelt so viel Division. Alter. Haben wir eigentlich eine Nachricht? Nö, warum auch? Teilen beansprucht griechisches Territorium. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir hier schon Kavallerie? Ja, haben wir so. Was ist jetzt los? Ja, Italien. Was? Warum? Warum? Einfach warum? So, du hast jetzt schon 4 Panzer. Sehr gut. Sehr gut. Ich drücke immer wieder drauf, weil ich hoffe, dass irgendjemand noch in mein Bündnis will. Türkei zum Beispiel. Wir brauchen kemalistische Neutralität, haben die. Das ist mir egal. Ihr sollt zu mir ins Bündnis, bitte. So, Jungs, seid ihr da? Ihr seid da. Sehr schön. So, wir fahren hier einfach mal alles auf, was wir haben. Mhm. Gebirgsjäger können wir auch mal weitermachen. Da haben wir ziemlich viele davon, deswegen. So, Doktrin verfügbar. Es tut mir leid, aber wir müssen. Ja. Achso, da habe ich jetzt Punkte wieder bekommen. Das ist gut. So, jetzt kann ich nämlich hier. wo ist er? Wo ist er denn? Hier. Taktik. Massenangriff. So, dann kann ich ihm noch was verpassen. Moral. Ja, wir nehmen noch die Moral mit rein. Kannst du schon. Kann ich nicht hier gleich irgendwo draufklicken, dass ich das dann hab? Ich bin die erst immer raussuchen. Du bist noch Stufe 3. Was ist mit dir, Leonid Govorov? Du bist schon Stufe 5. Das heißt, du kriegst jetzt auch Massenangriff. Grigori Semyonov ist schon Stufe 6. Alter, auch 8 Angriff. Es ist ja unfassbar. So, warum kann ich dir das nicht geben? Hast du schon eine Taktik? Fordert Fähigkeit Stufe 5. Kann ich gerade nicht machen. Keine Ahnung warum. So, haben wir noch jemanden. Du hast schon Stufe 6. Dem habe ich es ja. Er hat es auch schon. Und das war's erstmal. Doktrin verfügbar. So, der eiserne Wall der russischen Entschlossenheit. Jetzt müssten wir eigentlich überschwere Panzerchassis bauen. Gilt für die nächsten überschwere Panzerchassis. Ja, da müssen wir erstmal erforschen. Das ist halt der Mist. Okay. Unsere slawischen Verpflichtungen. Moral Armee plus 10%. Verteidigung Armee plus 10%. Die 10% nehme ich mit. Dann spreche ich denen hier zwar eine Garantie aus, das ist mir aber relativ bewusst. Alter. Was geht denn hier ab, ey? Jugoslawien. Alter. Frankreich kapituliert. Na, gute Nacht. Großbritannien. Fall von Paris. Alter. Was geht denn mit Jugoslawien?
Verrückt. Absolut verrückt. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Panzerkanadier Ausrüstung. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Halt, was will ich denn mit diesem U-Boot? Das nehmen wir mit, das können wir machen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß, da haben wir keine Vorlage, da müssen wir uns dann mal noch um ein paar Vorlagen kümmern. Oh wow, einer pro Woche. Naja, egal. Plus, 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 überall plus. Plus sieht immer gut aus. Züge haben wir 850. Ja. Reicht eigentlich, oder? Panzer brauchen wir halt, ne? Wir brauchen Panzer. Und dann vor allen Dingen auch Überschwere. Den kann ich noch gar nicht machen, weil ich noch gar keinen Schweren erforscht habe. Ja, das läuft ja. Und auch die neuen Leichten habe ich auch noch nicht. Oh je. Das muss ich dann zwingend als nächstes machen. Okay, das machen wir wie gesagt in der. Wie ihr verbündet euch mit den Reichsloyalisten? Seid ihr noch ganz sauber? Die anderen sind schon in dem amerikanischen Bündnis drin, ne? Das wisst ihr schon. Bitte nicht. Ihr seid jetzt, ihr macht jetzt keinen Krieg gegen die Vereinigten Staaten, oder? Das macht ihr jetzt nicht. Machen sie es? Oder machen sie es nicht? Hey, Moment, was ist ja. Ach so, das war Australien, nicht Südafrika. Ach, das war Australien. Ich hab jetzt gerade. Na dann, hoffentlich treten die nicht noch bei. Egal, okay, ich wollte schon vor 10 Minuten beenden oder vor 5. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.